hoffe, ihr habt alle die Kaffeepause gut genutzt. Seid jetzt wirklich wach. Stummo hat mir die Frage, wer alles gestern in seinem Vortrag war, gerade vorweggenommen ist. Ich habe mir viele Hände gesehen. Deswegen seid ihr jetzt schon ein bisschen angeteasert. Es wird um automatisierte Governance gehen. Stummo arbeitet bei der DB und hat sicherlich ganz, ganz viele spannende Sachen schon erlebt und wird euch ganz viel erzählen. Ich will ihm keine Zeit stehlen. Ich übergebe an Stummo und wünsche euch viel Spaß mit dem Vortrag. Schönen guten Morgen nochmal. Ich freue mich sehr, mit dem Thema heute hier stehen zu dürfen. Ich war letztes Jahr hier mit einem Vortrag, der hieß Compliant by Default. Wer hat den gesehen? Sehr schön. Denn der Vortrag heute endet damit. Das heißt, heute erzähle ich euch, wie das eigentlich von innen funktioniert und warum das Spaß macht. So, fangen wir mal an. Wer möchte gerne Polizist sein? Keiner. Sehr überraschend, ne? Wer muss Polizist sein? Genau. Das ist genau das Problem, was wir eigentlich lösen wollen. Ich habe keinen Bock auf den Teil meines Jobs, der darin besteht, anderen Leuten zu sagen, was sie nicht machen sollen. Das würde ich gerne automatisieren. Das ist auch, ich finde es cooler, wenn nicht ein Kollege kommt und sagt, hey, Stummo, du bist doof. Macht man so nicht. Sondern wenn ich beim, keine Ahnung, arbeiten, das vielleicht von meiner Technik erfahre, so, geht nicht, so, kein Raum links von Gerät mäßig, ja, okay, das ist neutral, dann bin ich nicht persönlich von angegriffen. Ich möchte euch ganz kurz mal ganz klassisch heute, ne, Problem, Lösungsansätze, Idee und was machen wir daraus, Vorgehensmodell, Governance, ja, auch ein bisschen Governance, was ist eigentlich Governance? Wer hat ein Problem mit Governance oder für wen ist Governance ein Problem? Alle, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, wissen überhaupt, was Governance ist? Okay, also, Governance ist, also IT-Governance, muss ich gleich sagen, wenn ich sage Governance, meine ich immer IT-Governance, ist vor allem das Thema dafür sorgen, dass die IT-Strategie und die Implementierung der IT-Strategie tatsächlich zu den Business-Zielen, zur Geschäftsstrategie passt. Das ist auch die Aufgabe von einem CTO zum Beispiel, dafür zu sorgen, dass das, was man technisch macht, das Unternehmen in seinem Business weiterbringt und nach vorne trägt und enabled und so weiter. Bisschen salopper kann man sagen, IT-Governance ist dafür sorgen, dass wir Regeln haben und sie einhalten. Und leider zwei Paar Stiefel. So, wer hat jetzt ein Problem mit Governance? Ach, immer noch nicht alle. Okay, wir kommen dahin. So, ein kleines Grundbild zum Einstieg. Das ist so mein Lieblingsbild für, wie funktioniert unsere Welt in der IT. Das ist immer dieselbe Geschichte und ihr kennt es schon von mir. Links stehen die Menschen in Form von Engineering-Teams oder Leuten, die halt an Technik arbeiten. Rechts haben wir immer die Technik. Server, Cloud-Systeme, Firewalls, was auch immer, Embedded-Geräte, haben wir vorigen Vortrag. Was auch immer ihr an Technik habt, ist immer auf der anderen Seite. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch immer diesen Abstand vorstellt. Auf der einen Seite Leute, auf der anderen Seite Technik. Keiner lebt in seinem Server. Die Zeiten sind vorbei. Ja, keiner schläft im Rechenzentrum, im leeren Rack. So. Es ist nicht, sondern wir sind alle, sitzen am Schreibtisch, zusammen im Team und irgendwo anders sind dann die Server und tun ihr Ding. Und unser Job ist immer, das dahin zu bringen. Die Frage ist, wie tun wir das? Moderne Welt, haben wir ein Git-Repository. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile in 2019 überall schon etabliert, in allen Industrien, in allen Firmen. Alle haben verstanden, Software, Entwicklung und auch Ops fängt an mit versionierter Ablage von Informationen. Das ist Konsens. Dahinter kommt dann irgendein, ich nenne es mal Magie, und dann kommen die Server. Wenn wir ein bisschen weiter reingucken, nennen wir das mal CI/CD im Idealfall. Im Nicht-Idealfall ist die Magie dann halt so von Hand. Blöd, aber ja. Das Grundbild ist immer dasselbe. Auf der einen Seite Leute produzieren Veränderungen, versionieren die, dann kommt Technik oder Hand oder was auch immer, Magie, transportiert das auf die Server hin. Und so arbeiten wir. Und alles, was wir tun, kann man irgendwann doch nochmal auf dieses Bild zurückbringen. Wenn man das richtig macht, dann ist man so im glücklichen DevOps-Land.
und kann halt sagen, wir sind cool, wir arbeiten toll und wir haben tolle Prozesse und alles ist super. Die Frage ist ja eher, was hat das mit Governance zu tun? Ja, die Governance kommt da vorne rein. Was klassischerweise in Firmen passiert, ist genau, da kommen Leute wie ich, Architekt, die sind irgendwie mit einem Governance-Auftrag unterwegs, die reden dann mit den Kollegen und sagen, ja, wir machen jetzt mal ein Review auf eure Architektur. Dann guckt man sich irgendwelche Sachen an und sagt, naja, also das habt ihr falsch gemacht. Übrigens, hier haben wir so Architekturprinzipien, warum kennt ihr die gar nicht? Das ist Governance oldschool klassisch. Ja, haben wir auch. Nein, wir können das auch besser machen. Ist nicht toll. Jetzt noch die andere Facette. Das ist dann mehr so die Security-Truppenteile, die gucken gerne in die Technik rein und sagen, oh, hier habt ihr aber eine alte Version von MySQL, das geht ja gar nicht. Oder eure Datenbank ist ja auch für das Internet. Abschalten. Ja, also es geht aber immer wieder zurück auf die Leute. Das ist das Problem an der Stelle. Warum ist das ein Problem? Stellt euch mal vor, das passiert ganz oft. Also ein Change. Ne? Wir machen Changes ganz oft. Und dann gucken die da rein und tun ihr Ding und sagen, aber 20 Mal pro Tag pro Team, wie kann man denn so viel prüfen? Oder es geht ja gar nicht, dann müssen wir halt die Arbeit anhalten. Die Teams sagen dann, so können wir aber nicht arbeiten, weil wir sollen doch schnell liefern. Ne? Und dann sagt dann das Management, ja, der Fops ist doof. Geht ja gar nicht. Und das ist auch unser zweiter Vortrag, nachher nochmal das ganze Thema Konfliktpotenzial DevOps und Betrieb und Anforderungen. Es ist ein großer Konflikt in den Unternehmen. Ihr habt ihn, auch wenn ihr ihn heute nicht ansprecht und keiner darüber reden will. Ihr habt ihn schon. Redet darüber, macht das sichtbar, dann kommt ihr weiter. Nochmal ganz kurz, warum passiert das? Das Problem ist, die nicht funktionalen, nicht fachlichen Anforderungen gehen heute auf die Teams. Idealerweise gehen sie aber in die Automation rein. Wie automatisieren wir das? Naja, dasselbe Prinzip wiederholt sich. Ne? Gibt Repositories und Technik, die das macht. Und wenn man das schafft, dann kann diese Automation irgendwie sagen, hey, der Change ist compliant. Und alle lieben sich. Es gibt einen anderen Vortrag, auch mit Video, da könnt ihr das nochmal in epischer Breite nachgucken. Hier geht es mir eher um die Frage, wie automatisieren wir das denn jetzt eigentlich? Was ist der Cliff? Warum scheitert das manchmal? So, wer weiß, was automatisiert eigentlich bedeutet? Was ist automatisiert? Freiwillige? Zu früh abfragen? Bitte? Ja, Aufgaben, die sich wiederholen einfach nicht manuell machen, sondern. Wiederholen hat nichts mit Automation zu tun. Ja, Aufgaben machen lassen, aber das wiederholt, das sehe ich nicht so. Danke. Automatisieren heißt, nicht selber machen. Vor allem. Das ist ganz interessant, ich habe mal in Merriam-Webster nachgeschlagen, Wikipedia ist nicht so spannend. Und das Wörterbuch hat lustige Synonyme rausgeworfen, zum Beispiel self-acting, self-operating, self-regulating. Wer denkt hier gerade an Kubernetes-Controller? Die wurden erfunden, um genau das Problem zu lösen. Also, automated heißt, Leute machen es nicht selber. Und ob das dann einmal oder tausendmal passiert, ist eigentlich egal. Denn auch wenn ich es einmal mache und ich ein Risiko habe, es falsch zu machen, dann automatisiere ich es lieber, weil ich die Automatisierung testen kann. Und dann genau das eine Mal, wo es läuft, weiß ich, es wird garantiert funktionieren. Deshalb bin ich bei den Dingen, die man öfter tut, nicht dabei. Danke für den Eindruck und den Mut. Also, warum ist es schwierig, Compliance-Vorgaben, Governance-Anforderungen zu automatisieren? Also das Erste ist, wir haben und halten Regeln ein. Aber ist es überhaupt einfach zu automatisieren? Haben wir Regeln, die so geschrieben sind, dass man sie automatisiert prüfen kann? Die Antwort ist meistens nein. Viele Policy-Vorgaben, die ich gesehen habe, die sind sehr schwammig. Die haben so einen allgemeingültigeren Charakter oder sind dann, ja, kannst du so oder so machen. Wie sieht das im Code?
einfach. Ein anderes Problem ist, nehmen wir nochmal unser Standardbild für wie funktioniert IT, die Handarbeit. Wenn da Dinge von Hand laufen, dann könnt ihr das nicht automatisiert prüfen. Nicht wirklich. Ich habe es gestern versucht, in meinem Vortrag anzudeuten, das ist genau der Wandel, der mit DevOps einhergeht, ein Wandel des Vertrauensmodells. Alte Welt, wir vertrauen den tollen Handarbeitern, den Handwerkern. Wir als Firma vertrauen ihnen, dass sie ihren Job gut machen. Neue Welt ist, wir müssen der Automation vertrauen. Handarbeit ist out. Das ist ein fundamentaler Wandel, der mit DevOps durch die Firmen zieht. Die meisten reden da nicht drüber, tut es aber irgendwie oder auch nicht. Mein Tipp ist, redet darüber, bringt es auch mal in eine Geschäftsführungssitzung mit ein, dass das eigentlich der Knackpunkt ist. Und man fragt auch immer wieder, traust du jetzt eigentlich mir oder traust du meinen Code, den ich gerade geschrieben habe? Und die Antwort ist ja, also dir vertraue ich, und ich sage, nee, solltest du nicht. Hau lieber meinen Code, denn den kannst du testen. Also, was ist die Lösung des Problems? GitOps. Das Modell übrigens hier ist das GitOps-Modell. Wer hier arbeitet oder dahin kommen möchte, der kann auch GitOps ranschreiben und einmal Bingo-Sheet ausfüllen. Ihr müsst nicht alles machen, was die Firmen da bei GitOps hinschreiben. Ihr müsst kein GitOps-Tool kaufen, das ist alles Low-Tech. Einfach nur die Sachen sauber trennen. Warum hilft GitOps? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und da versuche ich euch mitzunehmen. Diese zwei Komponenten, die wir haben, beinhalten zwei verschiedene Aspekte des Problems. Also das Problem ist ja, Menschen bringen Änderungen auf Server. Das ist das Problem. Und wir trennen dieses Problem jetzt auf zwei unterschiedliche Teile. Der eine Teil in Git sind Beschreibungen. Und der andere Teil in meiner CI/CD-Automation sind Lösungen für die Beschreibungen. Also die Lösung, die Automation, die Software, die meine Beschreibung nimmt, sie versteht und daraus was in den Serversystemen dann macht. Oder salopp gesagt, in den Git schreiben wir das Was rein. Was will ich haben? Ich möchte gerne 5 Server mit Größe XL und ohne Netzzugang, bitte. Und in der CI/CD-Automation schreibe ich rein, wie denn das zustande kommt. Also da muss ein Programm laufen, das nimmt als Input, ich hätte gerne 5 Server XL ohne Netzwerkzugang. Und es macht dann hinten raus in der Cloud, in eurer VMware, was auch immer ihr am Laufen habt, halt dann die notwendigen Schritte, um das ins Leben zu rufen. Diese Trennung ist fundamental wichtig. Und diese Trennung, deklarative Beschreibung, Automation, die es ausführt, das ist der Kern von der automatisierten Governance und auch übrigens der Kern von GitOps, wenn man es richtig macht. Warum? Weil ihr durch die Trennung in die Testbarkeit hineinkommt. Hier könnt ihr testen, ob das, was gewollt ist, überhaupt erlaubt ist oder zu den Firmenrichtlinien passt. Dieser Test auf Compliance erfolgt aber ohne zu wissen, wie es nachher installiert wird. Darum geht es nämlich gar nicht. Wenn ich eine Compliance-Vorgabe habe, die sagt, keine RDS-Datenbank darf im Internet stehen, bei RDS zum Beispiel, dann ist für die Prüfung dieser Vorgabe unerheblich, wie meine RDS-Datenbank aufgebaut wird. Ob mit CloudFormation, mit Terraform, von Hand mit API-Aufrufen, I don't care. Es geht rein um die Konfiguration sicherzustellen. Diese RDS-Datenbank hat eine Security-Gruppe angeflanscht. In der Security-Gruppe sind halt eingeschränkte Rechte und so weiter. Das heißt, der Test auf Compliance und Policies erfolgt auf der Was-Ebene, nicht auf der Wie-Ebene. Während ich auf der Wie-Ebene prüfe, dass ein bestimmter Input immer dasselbe Ergebnis liefert. Ihr braucht diese Trennung zwischen diesen beiden Facetten, um automatisierte Governance überhaupt spielen zu können. Wenn ihr diese Trennung nicht habt, ich bin schon wach, danke. Wenn ihr diese Trennung nicht habt, dann könnt ihr bei den Tests auch nicht trennen. Dann habt ihr immer das Problem, dass ihr, um die Compliance zu testen, ihr nebenbei auch noch die Correctness, das richtige Funktionieren testet. Also Paradebeispiel, Puppet-Rezept. Antithese.
Puppet ist Antithese davon. Zumindest so, wie man Puppet anfängt. Also am Ende verteile ich den Preis an den lustigsten Klingelton. Der Preis könnte nass sein. Aber ist es so schlimm? Der Klingelton? Nein. Gleichzeitig Korrektness und Kompetenz. Ja. Testpyramide. Sag dir immer, teste so wenig wie möglich. Damit du unterscheiden kannst, woran ist es gerade gescheitert. Wenn du diese beiden Tests vermischt und der Test rot ist, dann musst du dir erstmal überlegen, lag es jetzt an der Compliance oder an der Correctness, warum der rot geworden ist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr ein Shell-Skript habt oder ein Puppet-Rezept, was irgendwie nur Sachen irgendwo hinbastelt, dann habt ihr diese Dinge immer vermischt, das Was und das Wie. Und die Trennung, die ist der Schlüssel zum Erfolg hier. Gibt es da noch Fragen zu? Weil das ist echt das Fundament. So. Man kann, wenn man möchte, jetzt hergehen und sagen, wir sind ein ganz großer Laden, wir haben tausende von Entwicklern und ich möchte meinen Laden optimieren, sodass nicht jeder jedes Rad neu erfinden muss. Also sorge ich dafür, dass die 90% Teams sich nur hier bewegen und 10% der Teams sich hier bewegen. Das ist nämlich wirtschaftlich sinnvoll für die Firma. Wenn du es nicht machst, müssen sich 100% der Teams mit beiden beschäftigen. Auch nochmal ein Grund, das zu trennen. Ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht. Das ist ein Real-World-Example. Von der GitLab Homepage. Da gibt es, der Link ist oben, ein Beispiel für, wie deploy ich Software auf einen Webserver mit Hilfe von GitLab CI. Es gibt nachher noch einen GitLab CI-Vortrag. Ich hoffe, der Redner ist hier und erkennt das Anti-Pattern hier. Und da steht genau das drin. Das ist 1:1 rauskopiert. Ich habe gar nichts verändert. Hier sehen wir, wie das Was und das Wie vermischt sind. Und das allererste, was ich tun muss, ist, ich muss diese beiden Ebenen trennen. Als erstes ziehe ich mal das Was hinaus. Also ich möchte ein Target betanken von irgendeiner Quelle, irgendein Ziel auf dem Target und das hat auch noch einen Namen. Und wir sehen, das sind jetzt alles Worte, die oben auch schon vorkommen. Wenn ich das Was extrahiert habe in einer Konfiguration, dann kann ich das Wie auslagern in ein Programm, das diesen Input verarbeitet. Und jetzt seht ihr schon, dieses lustige Shell-Skript hier kann ich testen. Ich kann jetzt ein anderes Skript schreiben oder ein Makefile oder was auch immer, was guckt, dass das immer sauber funktioniert. Und dann habe ich natürlich in der GitLab CI-Jabel die Reduktion. Und das ist genau das Schöne daran. Ich muss jetzt in der GitLab CI-Jabel nicht mehr immer wieder wiederholen, wie etwas zustande kommt. Ich muss nur sagen, was ich haben will. Dieses Skript hier, das ist irreführend, das ist ein Bug im GitLab CI-Runner. Das macht nicht anders, wenn man es portabel haben will. Das Schöne ist jetzt, in meinem Git-Repository habe ich nur noch die Config. Und die Info, mit dieser Config, mach mal bitte Deploy mit SSH. Jetzt kann ich oder jemand anders das Deploy mit SSH Docker Image entwickeln, mit einem Unit-Test, einem Integration-Test versehen, das in meine Docker-Registry hochladen und dann benutze ich es wie ein Werkzeug. Und damit habe ich einen Lebenszyklus für das Werkzeug, nämlich Deploy mit SSH. Das ist getestet, saubere Softwarequalität. Und ich habe einen anderen Lebenszyklus für das, was ich eigentlich deployen möchte. Und hier kann ich jetzt genau den Compliance-Test machen, auf der Config. Ich habe vielleicht einen Compliance-Test, der sagt, du darfst dich nur als User deploy für Deployments mit den Servern verbinden. Dann kann ich das da testen, ohne zu wissen, wie das Deployment stattfindet. Daher ist diese Trennung so wichtig. Und das ist immer wieder dasselbe Spiel.
Config geht auf die eine Seite, nämlich hin zu den Entwicklungsteams. Das ist ihre Domäne. Und der Code, wie es implementiert wird, geht in die Entwicklungsdomäne von Teams, die Deployment-Automation entwickeln und bereitstellen. Das ist ihre Fachdomäne. Je mehr das trennt, desto mehr kommt ihr auch in das ganze Thema Reuse von Tooling hinein. Desto weniger baut ihr neue Räder an existierende Autos dran. So, was hilft uns das Ganze und wie führt das überhaupt zur automatisierten Governance? Wir haben es gesagt, links sind Config und rechts sind Tools. Nehmen wir mal ein paar Beispiele, wie sich das dann im echten Leben wiederfindet. Configs gibt es schon ganz viele und für einige Dinge, die man so klassischerweise macht, gibt es irgendein Modell, das das Prinzip von deklarativen Beschreibungen umsetzt. Also Beschreibung, was ich haben will, ohne den Code, der es implementiert, dabei mit reinzuschreiben. Was ist das? Ne, Cloud Formation für AWS, Kubernetes Manifeste, hoffentlich selbsterklärend. Für APIs gibt es Swagger, Terraform, wer möchte, kann man auch so benutzen. So ein Android-Manifest, wenn man Android-Anwendungen deployt, das geht endlos weiter. Für jedes Problem gibt es eine derartige Lösung. Und dazu passend natürlich immer irgendein Tool, was das dann in die Realität übersetzt. Mit einem Apply oder einem Update oder whatever. Und das Schöne ist jetzt, in der Config-Welt nutze ich statische Code-Analyse und Linting, um die erstmal Korrektheit zu verifizieren, also du hast in der YAML-Datei keinen Fehler drin, und ich kann dann mit statischer Code-Analyse prüfen, ob das compliant ist. Also bei einer Swagger-YAML zum Beispiel kann ich gucken, ob die API unseren API-Richtlinien entspricht. Ich muss dafür aber gar nicht wissen, wie die API nachher implementiert wird und ob die Go oder Node oder Java implementiert wurde und mit welchem Framework. Das interessiert mich gar nicht. Das ist auch für die Compliance-Prüfung unerheblich. Und hier bin ich wieder genau im klassischen Bereich Unit-Test, Integration-Test. Für Config ist ein Unit-Test Quatsch. Aber ich kriege den Unit-Test für meine Deployment-Tools nur dann vernünftig hin, wenn ich da die Config rausgepopelt habe, sodass ich nur testen muss, ob jede Art von definierter Config das gewünschte Ergebnis liefert. Daher ist diese Trennung so wichtig. Es gibt einfach unterschiedliche Teststrategien für diese Probleme. So, packen wir mal noch ein paar echte Beispiele für Compliance-Checker rein, die genau dazwischen dann stattfinden. Für CloudFormation haben wir CFNet, das ist ein Beispiel, wir benutzen das, wir haben das auch erweitert. Es gibt noch fünf andere, die alle sich darauf spezialisiert haben, gib mir ein CloudFormation-YAML, ich gucke mir das an und sage dir dann, ob da bestimmte Vorgaben erfüllt sind oder nicht. CFNet ist jetzt in Ruby geschrieben, da kann man dann in Ruby-Klassen eigene Checks implementieren. Wir nutzen das zum Beispiel, um sicherzustellen, dass alles, was wir in AWS deployen, auch codeverschlüsselt ist. Das ist eine Anforderung aus dem Datenschutz. Wenn du in AWS deployst, muss es eine Encryption Address haben mit einem Customer Managed Key. Und das kann man wunderbar abfackeln auf der Ebene. Und der Effekt ist, jeder, der in AWS deployt, macht es entweder richtig oder das Deployment geht gar nicht durch. Und da entsteht automatisierte Governance. Für Kubernetes bitte nicht die Manifeste scannen, das ist Quatsch. Kubernetes hat einen Admission Controller, es gibt das Open Policy Framework, was dafür gemacht ist, um per Webhook dann solche Fragen zu beantworten und solche Prüfungen durchzuführen. Bei CloudFormation gibt es das auch. Es gibt jetzt bei CloudFormation seit einem Jahr so eine Funktion, dass du halt ein Stack-Update reinschiebst und dann von AWS die Beschreibung zurückbekommst, was sich jetzt geändert hätte. Und dann kannst du die prüfen und approven oder rejecten. Das ist auch die Zukunft. Also nicht die Quellformate prüfen, sondern gerade in diesen Hyperscaler-Controllern dann eher den Change selber prüfen. Und dann ist es nämlich egal, wie der Change da reinkam. Und das ist das Schöne bei Kubernetes, ob du jetzt mit Helm, Customize oder anderen Tools arbeitest, die Admission-Controller, die kriegen das alles mit und sind da agnostisch. Für Swagger gibt es Sully, für Terraform gibt es Terraform Compliance. Ich habe dann aufgehört zu recherchieren.
Es gibt heute schon im Open Source Bereich auch dafür immer schon Lösungen, die gut sind oder die ihr dann weiter ausmachen könnt. Was ist das Tolle? Diese Compliance Checks fungieren als Quality Gates in eurer CI/CD-Automation. Und da entsteht die automatisierte Governance. Da, wo sie hingehört. Nicht woanders und nicht in Papierform. Das Papier ist nett, um dann zu diskutieren, wie die nächste Policy aussieht, aber sie muss da implementiert werden und hier aktiv werden. Wo führt uns das hin? Das ist der Schritt zurück. Wir haben uns sehr viel Technik uns angeguckt. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt wieder in der realen Welt. Wir haben irgendwelche Clouds. Und bitte denkt auch an eure internen Dienste als Clouds und macht sie cloudmäßig mit API, mit Self-Service, mit Pay-Per-Use und so weiter. Dann könnt ihr sie nämlich genauso verwalten. Das Schöne an den Clouds ist, sie haben alle eine API. Sie haben alle diesen Effekt, ich kann alles per API steuern in einer Cloud. Das ist das, was eine Cloud ausmacht. Und jetzt haben wir wieder die Teams, ne? Wir haben immer dasselbe Bild. Rechts die Technik, links die Teams. Und die Teams, die schreiben jetzt, Buzzword ist Infrastructure as Code, ich nenne es lieber deklarative Beschreibung, weil es in meinen Augen der Realität näher kommt. Und eigentlich will man da keinen Code drin haben. Und wenn ihr mal rumguckt in eure GitLab CI, YAMLs, VSTS, Pipeline, YAMLs und anderen Geschichten. Schaut mal, wie viele Zeilen Bash da noch drin sind. Das ist alles Evil Code. Ja, und der Code kommt dann zum Beispiel bei uns über eine Managed Pipeline in die Produktion. Managed Pipeline ist ein internes Produkt, das wir geschaffen haben. In dem Fall ganz einfach eine vorkonfigurierte GitLab CI Pipeline, die ganz viele Dinge, die man standardmäßig immer haben will, einfach mitmacht. Hier Code-Quality-Checks, Docker-Image bauen, das Image mit Clear scannen, das alles irgendwo an die richtige Stelle legen, die Versionierung richtig einstellen, so ganz viel Standardzeug. Wer das nicht mag, kann aber auch direkt arbeiten. Ja, macht man halt seine eigene Pipeline und hat ein bisschen mehr Arbeit. Aber auch alle Freiheiten. Der entscheidende Faktor ist jetzt, egal wie du arbeitest, es geht immer durch ein Quality-Gate in den zertifizierten Raum namens Produktion. Das Schöne ist jetzt, wenn ich an dem Quality Gate meine Compliance-Checks drin habe und die auch mandatorisch sind, dann kann ich nachher sagen, jeder Change, der über diese Kette gelaufen ist, wurde durch die Compliance-Checks überprüft. Entweder kriege ich Feedback zum Team, ja, das war jetzt blöd, musst du nochmal fixen, aber die Technik, also die Maschine gibt das Feedback beim gibt Push. Der Entwickler hat gar nicht den Stress, dass irgendeiner kommt und sagt, du bist doof. Er muss auch auf keinen warten, um diese Antwort zu kriegen. Er weiß das sofort. Es ist nicht compliant. Bitte fixe so und so. Das ist so, wie wenn ich was committe und dann der große Integration-Test in der Pipeline läuft und sagt, geht aber nicht. Ja, dann rege ich mich nicht auf und bin nicht beleidigt, sondern fix das halt. Oder der Change ging durch und sagt, compliant, Certified Compliant, und dann steht so eine Art Gütesiegel. Das Schöne ist jetzt, wenn jeder Change, der jemals in Produktion hineinging, dieses Gütesiegel hat, dann ist die gesamte Produktion Compliant Certified. Hier kann man jetzt so mit Blockchain das Ganze noch hart verboten, sodass es auch als hier Digital Ledger und so auditfähige, gerichtsfeste Datentrail abgelegt wird. Man hat die Nachvollziehbarkeit, die ISO-Zertifizierung kann man da oben ganz viel machen. So quasi das und das zusammen gibt dir schon die komplette Zertifizierung für die meisten Anforderungen. Fertig. So einfach ist die Welt. Wir müssen nur Code und Config trennen. Mit den deklarativen Beschreibungen. That's it. Mehr müsst ihr gar nicht machen. So ein ganz banales Ding. Ganz viel von der Technik hat so einen großen Hebel. Nachher beim Audit. So, das ist der zertifizierte Raum. Compliant by Default arbeiten. Das ist das, was ich gerne überall etablieren möchte als Standardarbeitsweise. Wenn du in meiner Infrastruktur arbeitest und den normalen Weg gehst, dann bist du compliant. Du musst dich darum nicht kümmern.
Das Tooling sagt dir schon, was du gerade falsch machst. Und so kriegen wir es auch hin, dass nicht jeder alle Räder neu erfinden muss. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der sowas erzählt. John Willis, einer der DevOps-Päpste, hat jetzt dieses Jahr einen Vortrag mit 7 DevOps-Sünden und erzählt da eine ganz ähnliche Geschichte. Ihr IT Revolution Forum hat jetzt ein DevOps Automated Governance Handbuch veröffentlicht. Das sind 43 PDF-Seiten. Die könnt ihr euch auch mal durchlesen. Das ist Mainstream mittlerweile, dieser Gedanke. Und jeder kann das für sich bei sich machen. Ihr braucht da keine teuren Sachen einkaufen. Einfach nur machen. Und wenn einer kommt und sagt, ich verkaufe dir das als Produkt, dann werde ich vorsichtig. Das sind ja eure Vorgaben, eure Welt, eure Infrastruktur, eure Entwickler. Das ist eure Kernkompetenz, das zu optimieren. Cloud-Hosting kann jeder machen, aber eure Entwickler-Enablung, das ist Kernkompetenz. So, und das Ergebnis der Geschichte ist, das Bild kennt ihr von gestern, ja, wir haben die alte Welt, wir gehen in die neue Welt, Automation ist unser zentrales verbindendes Element und natürlich ist genau da der zertifizierte Raum und das Compliance by Default arbeiten. Das ist genau an dieser Stelle. Hier machen wir das. Für alle einheitlich, gleich. Und da haben wir genau wieder den Punkt, warum DevOps für Leute, Continuous Delivery für die Automation und Cloud-Plattformen, die sich so automatisieren lassen, in der Infrastrukturebene zusammen die Grundlagen schaffen, um Compliant by Default als Arbeitsmodell zu etablieren. Das ging vorher gar nicht. War echt nicht möglich. Ja, also, wer sich noch an VMware zu älteren Zeiten erinnern kann, klick, 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 klick. Dann gab es mal eine API. Die spannenden Sachen haben mit der API gefehlt. Hat mich damals ganz massiv geärgert, weil ich das nicht benutzen wollte. Heute ist VMware auch besser geworden, weil sie verstanden haben, sie müssen wie eine Cloud fungieren, damit man sie benutzen kann. So, zusammengefasst, wie kriegen wir Compliant by Default hin? Also erstmal das Problem ist, automatisierte Governance-Compliance-Checks sind schwierig. Und wenn ihr damit anfangt, kommt ihr auch dahin, dass ihr die Regeln und die Policies dahin optimiert, dass man sie automatisiert leicht testen kann. Aber ihr könnt diese Diskussion erst führen, wenn ihr Software habt, die man probiert und daran scheitert. Dann könnt ihr Pairworking, noch so ein DevOps-Ding, mit den Security- und Policy-Gebern machen und euch zusammen hinsetzen und bessere Regeln schreiben, die man leichter testen kann. Oder euch überlegen, wie ihr vielleicht das Problem anders lösen könnt, auf einer anderen Policy-Ebene, als so wie es gerade gelöst ist. Die Lösung ist die Trennung Code und Config. Code wird ausgeführt im CI-CD-Kontext. Config beschreibt, was passieren soll, ohne dass da Code drin ist. Und immer wenn ich eine GitHub-CI-YAML sehe mit Bash-Zeilen drin, dann sage ich, bitte ändern, das ist nicht gut. Sorry, das muss ich dir jetzt leider sagen, mein lieber Kollege. Du kannst das nicht testen, schreib doch mal einen Test dafür. Spätestens wenn ein Test dafür schreibt, dann merkt ihr, das ist besser, das rauszuziehen. Also Test-Driven Development ist eine super tolle Flagge, die ihr euch durch die Firma tragen könnt und die auch genau dahin führt. Und am Ende kriegt ihr den zertifizierten Raum, Compliant by Default arbeiten als Modell. Was müsst ihr dafür tun? 5 einfache Schritte. Code baut Werkzeuge. Jedes Problem, was ihr in der Firma habt, überlegt euch, wie könnt ihr Software schreiben, finden oder kaufen, die das Problem bearbeitet. Wir leben in der IT-Welt, im IT-Zeitalter. Jedes Problem ist ein IT-Problem. Solange es nicht rein zwischenmenschliche Themen sind. Aber Prozesse, Vorgaben, Controlling, Rechnungswesen, was auch immer, das sind IT-Probleme. Denkt in Code. Überarbeitet eure Policies, sodass sie testbar sind. Schafft einen Feedback-Cycle zwischen Code, der Vorgaben ausführt, testet und kontrolliert, und den Vorgaben, sodass sie besser testbar werden. Das ist ein Feedback. Modell. Da könnt ihr iterieren und besser werden. Es muss nicht heute schon alles toll sein. Ihr könnt daran arbeiten. Ihr müsst euch in die Lage versetzen, daran arbeiten zu können. Und das ist genau, denkt in Code, nicht in Papier.
Production is your certified space. Das ist das Grundmodell. Hört auf, davon Handdruck zu frickeln. Handarbeit kann man schlecht kontrollieren. Man kann nicht in die Köpfe der Leute reingucken, man kann in den Code reingucken. Ja, du bist der tollste Kerl, aber ich weiß nicht, was du heute denkst. Du schreibst den grottigsten Code, der ist aber sauber getestet. Ich weiß, dass er funktioniert. Code lässt sich objektiv validieren. Und nur das. Und das sind die Dinge, wie er weiterkommt. Bitte denkt dran, jeder Change in Produktion fängt in Git an. GitOps. Wenn ihr in Produktion irgendwas verändert, was nicht in Git anfängt, hinterfragt das doch mal. Warum ist es nicht in Git? Wie wissen wir denn, wer das gemacht hat? Wer hat denn dem zugestimmt? Vier Augenprinzip. Das sind alles Dinge, die ihr über Git billigst abfangen könnt. Billiger geht's nicht. Und bitte führt Git-Signaturen ein und forciert die Git-Signaturen und sorgt dafür, dass bei einem Pull-Request, Merge-Request, als ein anderer drauf geguckt hat, das sind alles Dinge, die man auf der Git-Ebene abfackeln kann. Und zum Schluss deklarative Beschreibung. Erklärt das euren Kollegen, das ist am Anfang ein bisschen komisch. Test-Driven Development, Testen für Correctness, Compliance, sind alles Dinge, die man da benutzen kann, um das zu erklären. Macht mit ihnen ein paar Beispiele, lasst euch ihre Probleme zeigen und zerlegt sie am Whiteboard oder am Bildschirm in Config und Code und dann versteht das jeder. So. Was haben wir sonst noch? Sehr empfehlenswert, DevOps im Konzern, ja, das geht. Kommt, diskutiert mit, schaut es euch an. Gestern war der DevOps des Normalvortrag, Slides habe ich umgeschickt. Wem das alles gefällt, ihr könnt gerne zu uns kommen und mitmachen. Wir suchen Leute, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr das woanders macht, weil ihr dann damit auch die IT-Welt verbessert. Und hier ist alles Material. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Vielen Dank erstmal. Ich freue mich über Feedback. Schreibt mir, was ihr denkt, was das bei euch auch bewirkt oder ob ihr vielleicht andere Ideen habt, wie man automatisierte KI umsetzen kann. Vielen Dank. Von meiner Seite vielen Dank schon mal für den Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch, ich komme mit dem kurz zu euch, dann doch an die Frage. Ich fange mal vorne an. Ja, danke für den spannenden und hochinteressanten Vortrag. Habe ich sehr genossen. Aber eine Frage nochmal, also meine These ist, es ist letzten Endes doch nicht alles automatisierbar. Ich denke da, sagen wir mal, zum Beispiel an Betriebsratsfreigaben oder ich sage mal Security nur per statische Code-Analyse, finde ich es ein bisschen zu wenig. Man muss ja auch richtige Security-Tests machen. Also so diese beiden, also Compliance sagen wir mal richtig testen, also nicht nur statische Verfahren, sondern auch dynamische Verfahren, die Tests verwenden, beziehungsweise eben dann die wirklichen Faktor Mensch beruhen. Mit bestimmungspflichtige Freigaben. Also es geht auch schon Barrierefreiheit und dann gibt man so ein Barrierefreiheitslabor und dass dann das Release wirklich freigegeben werden kann. Ja, also Betriebsrat ist immer ein spannendes Thema. Und zum Thema Betriebsrat würde ich sagen, ist für mich eine Frage von Enablement. Wie kann ich die Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsrat in die Lage versetzen, dass sie mehr Automation für sich nutzen? Warum gehen wir mit einen Stapel Papier zum Betriebsrat und erwarten dann, dass sie das sofort verstehen. Das ist ziemlich harte Luft zu planen. Warum gehen wir nicht mit Software, die funktioniert, hin und sagen, wir haben jetzt hier mal Phase 01 geschafft und wir hätten gerne euren Input, wie wir jetzt im nächsten Sprint besser werden, was so eure Konzerns angeht. Eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe das schon erlebt, dass wenn der Betriebsrat merkt, dass sie Partner sind und nicht nur irgendwie das große Stoppschild am Ende der Verarbeitungskette, dass sie auch ganz anders arbeiten. Aber das ist ganz viel persönliche Beziehung in deinem Unternehmen, das musst du aufbauen und dir halt Partner schaffen. So. Die andere Facette, Barrierefreiheit zum Beispiel, ist ein Thema, das du automatisieren kannst. Es ist vielleicht heute noch nicht üblich und es ist vielleicht heute etwas teurer, das zu tun, aber es ist möglich.
Frage ist halt, lohnt sich das jetzt für dich oder sagst du, die Turnschuharmee ist gerade noch um Faktor 100 billiger und deshalb bleibst du dabei, als da jetzt tolle Software zu schreiben? Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein nicht automatisierbares Problem ist. Es ist eher ein Problem, was wir bisher noch schlecht in Software gegossen haben. Also es sind Engineering-Herausforderungen. Ja, also ich habe auch den Vortrag genossen und super. Ich stoße ins gleiche Horn oder ins ähnliche Horn. Wir sind ein großer Softwarehersteller, wir haben vor 5 Jahren begonnen, CD Conditioner einzuführen. Und ich glaube, technisch ist das alles kein Problem. Das funktioniert, das machen wir auch, aber die kriegen halt Ärger mit den Compliance-Abteilungen in unserem Unternehmen, wie zum Beispiel IP-Compliance oder Open Source, Lizenzierung, ECCN und solches Kram. Und selbst wenn es technisch möglich ist, automatisiert, dann schmeißen die uns Prügel in den Weg. Und deshalb die Frage, wie, mein DB ist ja auch kein kleiner Laden, wie schafft ihr das, diesen Truppen zu überzeugen, dass man mehr Vertrauen kriegt und die Entwicklungsteams nicht einfach knebelt mit solchen vielen manuellen Schritten? Also Compliance ist ja erstmal eine Bringschuld. Denn bei uns ist es zumindest so, wir haben einen Compliance Officer, der erwartet, dass jeder jederzeit ein sauberes Reporting liefern kann, warum er gerade compliant ist. Und was du ja hier machst, ist letztlich diese Bringschuld zu automatisieren. Also dieser grüne Döppel ist so quasi die Liste der Compliance-Checks, die halt grün sind, das sind natürlich alle. Und die kannst du halt jederzeit zeigen, oder du hast einfach einen Link, da kann jeder jederzeit draufklicken und sieht, jawohl, Team 5 ist compliant. Damit erfüllst du diese Bringschuld, zu zeigen, dass ihr compliant seid mit allem, was ihr tut. Open Source ist super einfach, da gibt es Hersteller und Open Source Projekte, die genau dieses Lizenzscanning und Abgleich gegen eine Whiteliste von erlaubten Lizenzen machen. Wenn ihr sowas nicht im Einsatz habt, dann holt es euch halt rein. Jetzt haben sie im Einsatz, aber es wird nicht akzeptiert von der Compliance-Abteilung. Sie wollen immer nochmal selber drüber gucken. Das gleiche ist mit IP-Scan. Sie wollen nochmal selber drüber gucken, ob wirklich die Deckelprobe abgesichert wird. Helft Ihnen doch mal bitte, die Notwendigkeit von Automation zu erkennen, indem ihr mehr Changes macht. Und indem ihr mal nach oben eskaliert, also wir sind ja hier super produktiv, aber guck mal, 90% der Entwicklungszeit geht eigentlich gerade auf das Warten auf diese Abteilung drauf. Lieber Vorstand, was können wir denn hier tun? Also Transparenz hilft manchmal. Eine Frage hätten wir auf jeden Fall noch zwei. Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt einen Compliance Officer, der dafür zuständig ist, diese Bringschuld quasi zu erledigen. In eurem Fall wird er durch diese Tools jetzt unterstützt. Kriegt der dann auch die Verantwortung, dass er sagt, wir haben neue Compliance-Regeln, ich brauche jetzt ein IT-Team, das mir die als automatische Checks umsetzt? Oder? Nee, so wie ist diese Brücke zwischen dem fachlichen Compliance Officer und am Ende dem Code, der diesen Check automatisieren kann dann? Das wird ja nicht der Compliance Officer selber den Code schreiben, nehme ich an. Ja. Gute Frage. Da muss man ein bisschen einsteigen in diese RASI-Matrix. Also es gibt Responsible und Accountable. Und es ist so, jedes Team ist accountable dafür, dass es compliant arbeitet und dass es beweisen kann, dass das compliant ist. Diese Accountability geht nicht weg, Rechenschaftspflicht auf Deutsch. Die Responsibility kann das Team aber auslagern in zum Beispiel die Self-Service-Tools, die die automatisierten Compliance-Checks durchführen. Aber Self-Service-Tools. Die Frage ist jetzt, wer bezahlt die Entwicklung dieser Tools? Und da sind wir gerade auch intern dabei, das eben stärker als zentrale Funktion zu etablieren, um damit die einzelnen Produktteams zu entlasten. Ja, wir haben ein Inhouse-Produkt, also wir haben einen Bereich, der nennt sich Developer Experience. Und Developer Experience hat die Aufgabe, compliant by default Arbeiten für alle Unternehmen zu ermöglichen. Indem sie Continuous Delivery Tooling schaffen, indem die Compliance-Vorgaben auch schon automatisiert mit abgebildet sind. Ja, und wer mitarbeiten will, also. Ja, also das ist der Weg, den andere Unternehmen auch gehen, bei Zalando heißt es Developer Productivity
Andere Firmen haben auch sowas. Manche Firmen sind auch schon so weit, dass sie IT-Compliance als Abteilung mit Entwicklungsressourcen etabliert haben. Bei anderen muss man das noch verargumentieren. Jede Firma hat so ihren eigenen Weg dahin. Wichtig ist aber, dass man erstmal das Ziel vor Augen hat, damit man den Weg dann auch findet. Und bei uns ist es so, der Compliance Officer, der sorgt dafür, dass Leute ihre Bringschuld auch bedienen. Und der kann halt Leuten, ich sag mal, hintertreten, wenn sie das nicht tun. Und der sammelt auch Berichte ein und guckt sich die Berichte an. Es ist aber in jeder Firma ein bisschen anders. Also da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Ihr müsst halt gucken, was bei euch funktioniert. Ich habe gesehen, wir hätten mal noch eine Frage. Wir sind aber leider am Ende der Zeit. Schlomo, du bist noch ein bisschen da. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf Schlomo zu und dann beantwortet sie euch gerne. Und dann sage ich nochmal vielen Dank für den Vortrag, Schlomo, und hier geht es in 15 Minuten.